Wir befinden uns im Südwesten von Deutschland, in Rheinland-Pfalz, einem Land, was sehr stark durch den Weinbau geprägt ist. Das Hofgut Neumühle hier in Münchweiler Alsenz, erstmals erwähnt 1725, bis 1922 als Öl- und Getreidemühle genutzt, wird seit 1951 vom Bezirksverband Pfalz als pfälzische Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Milchwirtschaft genutzt. Hier in dieser Gegend, wo wir jetzt sind, haben wir sehr viel Grünland. Dieses Grünland veredeln wir zum größten Teil über die Milchviehherde und über Schafe, also über Wiederkäuer. Wir haben hier 150 Milchkühe, 120 Schafe und 30 Mutterkühe. Also in Deutschland haben wir ein duales System der Ausbildung. Wir bilden also hier die Lehrlinge, die Landwirt lernen möchten, hier aus in der Praxis, in der praktischen Tätigkeit. Hier können die Leute Lehrgänge machen über das Melken, über das Füttern der Kühe.